In Sonneberg steht am Sonntagmorgen eine ehemalige Waldgaststätte in Vollbrand. Schon während der Anfahrt war das Feuer von Weitem sichtbar. Die Feuerwehr kämpfte vor Ort mit den Flammen und der Löschwasserversorgung. Wie Christian Schwesinger von der Feuerwehr berichtet, wurden Tanklöschfahrzeuge nachalarmiert und ein Pendelverkehr für die Löschwasserversorgung eingestellt. Wir wurden gegen 4.50 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Gebäude in Vollbrand befunden hat. Zeitgleich habe ich gleichzeitig mehrere Einsatzkräfte nachalarmiert aus dem Stadtgebiet. Es stellte sich sehr schwer dar, die Wasserversorgung hier an der Einsatzstelle abzusichern. Zeitgleich habe ich die Feuerwehr der Neustadt aus dem Badener Landkreis alarmieren lassen, zwecks Tanklöschfahrzeuge, die mit Pendelverkehr die Einsatzstelle, die Wasserversorgung abgesichert haben. Primär stand für mich zum aktuellen Zeitpunkt fest, die nebenstehenden Gebäude zu sichern, die Brandausbreitung zu verringern. Das Hauptgebäude war somit erstmal nebensächlich. Ja. Nach Absprache mit dem Führungsdienst des Landkreises haben wir veranlasst, über die Polizei eine Warnmeldung an die Bevölkerung abzugeben, die die Rauchentwicklung eventuell schon wahrgenommen haben und wir somit die Bevölkerung gewarnt haben. Aktuell sind wir an Nachlöscharbeiten tätig, die sich wahrscheinlich noch in den nächsten Stunden langziehen. Und wir werden noch, ich sag mal, die nächsten 2 Stunden gut beschäftigt sein. Nach ersten Schätzungen könnte sich die Schadenshöhe auf etwa 100.000 Euro belaufen. Ein neben dem Brandobjekt befindliches, weiteres Haus konnte zeitnah abgelöscht werden. Wie es zu dem Brand gekommen war, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.